Bellmobile ist sicherlich ein Partner, auf den wir uns sehr gut verlassen konnten, der sehr kooperativ war und mit dem wir diesen Weg auf jeden Fall wieder gehen würden. Insofern, nein, kann mir nicht vorstellen, ohne Bellmobile jemals diesen Weg gegangen zu sein. Mein Name ist Ellen Wagner, ich bin in der Geschäftsführung, Geschäftsleitung der Wagner System GmbH seit ungefähr 20 Jahren tätig. Die Wagner System GmbH, wir sagen Marke Wagner, wir stellen her, wir erfinden, wir vertreiben aber dann auch anspruchsvolle Produkte, Zubehörprodukte für Möbel. Wir starten aber eigentlich mit der Spritzgussproduktion, das heißt vom Granulat her kommend, entwickeln wir Teile aus Kunststoff, die dann weiterverarbeitet werden. Dann geht es hier quasi, da wechseln wir den Standort, dann geht es hier ins Werk 2, 3. Hier wird alles abgewickelt vom Wareneingang bis in Einlagerung in die Liftsysteme, ins konventionelle und Verschiebregallager. Und nach der Einlagerung findet hier auch der Kommissionierprozess statt, bis hin zum Warenausgang. Schlagworte wie Falschbuchungen, Papierchaos, falsche Picks oder Bestandsdifferenzen, das sind alles Dinge, die kennt man, wenn man keine mobile Lagerhaltung einführt oder hat. Das heißt, wir brauchen Digitalisierung, um am Ball zu bleiben, um zeitgerecht zu arbeiten und auch entsprechend zeitgerechte, zeitgemäße Arbeitsplätze anzubieten. Wir haben vor gut 5 Jahren das Bellmobile Warehouse eingeführt, haben da gestartet mit dem Wareneingang, mit der Lagerverwaltung, mit der Kommissionierung und mit der Inventur und haben jetzt seit Ende letzten Jahres nochmal ein LIC, das ist Bellmobile Implementation Konzept, umgesetzt. Da ging es dann darum, eine BDE einzuführen für die vereinfachte Rückmeldung und wir haben die Kardex-Lifte angebunden. Wir haben verschiedene Drucker im Einsatz. Es wird mobil gedruckt, indem der Kollege sich einfach einen Drucker umhängt und dann die Etiketten beim Wareneingang eben gleich gedruckt werden und sofort die Ware etikettiert werden kann. Das nächste ist dann vom Wareneingang in das konventionelle Lager bzw. ins Verschieberegallager. Da haben wir Automatismen festgelegt in ProAlpha, unterstützt durch Bellmobile. Da geht es dann um sowas wie Freiplatzsuche, wo kann ich die Ware einlagern. Der nächste Schritt wäre die Bereitstellung. Das heißt, systemseitig wieder in ProAlpha haben wir dann unsere Produktionsaufträge. Diese erzeugen einen Bedarf an den Stücklistenpositionen und diese werden dann einfach über die Bellmobile-Maske dem Intralogistiker angezeigt, an welchen Arbeitsplatz bereitgestellt werden muss. Und dieser stellt dann dem Werker eben die Ware zur Verfügung. Im Nachgang hat der Werker dann eine BDE, an dem er sieht, wie viel Stück muss ich produzieren, was muss ich produzieren und meldet dann da auch gleich die Stückzahl zurück. Den Kardex-Liften haben wir hauptsächlich unsere Kommissionierartikel für die Industrie eingelagert, sprich Möbelkleider, da diese doch in großen Mengen an Lager liegen bei uns. Bisher sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ein Regal gelaufen, haben dann von dort die jeweils notwendige Stücklisteposition entnommen und sind dadurch an ihren Arbeitsplatz gelaufen. Durch die Lösung mit einem Bellmobile in Kombination mit dem Lift entfällt die Suche nach diesen Artikeln, dadurch, dass uns der Lift die jeweilige Position direkt ansteuert. Der jeweilige Mitarbeiter hat ein MDE-Gerät. In diesem MDE-Gerät wird die Person dann die jeweils benötigte Artikelnummer eingeben. Der Lift steuert dann diese Position an. Die Person entnimmt dann den KLT aus dem Lift und verbucht sie weiter auf den jeweiligen Bereich, in dem dann das Material weiterverarbeitet wird. Digitalisierung ist meiner Meinung nach sehr wichtig anzusiedeln bei uns im Unternehmen. Brauchen wir gar nicht zu diskutieren, betrifft uns alle. Da geht es um Wettbewerbsfähigkeit, da geht es darum, neue Mitarbeiter zu rekrutieren. Sprich, Digitalisierung ist ein Werkzeug, ein Instrument, mit dem wir arbeiten und das uns fit macht für die Zukunft und damit natürlich auch Arbeitsplätze für die Zukunft schafft. Wir hatten tatsächlich einen sehr strikten Zeitplan. Das Warehouse-Projekt, das lief tatsächlich innerhalb von einem halben Jahr, vom Erstellung des Pflichtenheftes bis zur tatsächlichen Go-Live. Ähnlich war es bei dem Implementation-Konzept, das haben wir tatsächlich innerhalb von einem Dreivierteljahr umgesetzt. Ich würde sagen, LIC Warehouse, das war verdammt schnell. Also ganz toll ist natürlich, dass wir nichts mehr suchen. Sprich, schnelles Finden wäre Top-1-Vorteil, würde ich sagen. Wir haben auch den Vorteil, dass man auf einen Blick
direkt sehen kann, ob wir eventuelle Bestandsabweichungen haben. Ja, das verkürzt Wege, das verkürzt einfach auch den zeitlichen Einsatz unserer Mitarbeiter und macht letztlich flexibler und schneller. Wir sind relativ stolz darauf, dass man den Großteil mit der MUBO-Lösung beseitigen konnte. Also ich denke, es gibt viele Ansätze, wo wir nochmal weiterarbeiten können. Einer davon wäre vielleicht tatsächlich mal eine etwas andere Richtung zu denken, CRM. FTS. Also automatische Flurförderfahrzeuge oder sowas wie ein APS. Da denken wir im Moment gemeinsam drüber nach, aber wir haben, glaube ich, auch in der Logistik noch ein paar kleinere Projekte, die wir in den nächsten Monaten umsetzen wollen. L-Mobile bzw. das MDE-Gerät ist aktuell unser primäres Arbeitstool. Das ist aktuell gar nicht mehr wegzudenken. Grundsätzlich glaube ich, Partnerschaften sind heute eigentlich wichtiger denn je. Manchmal sind es die guten Kontakte, der gute Draht im wahrsten Sinne des Wortes und dann eben auch eine Verlässlichkeit, die ein Partner an den Tag legt, wenn es drauf ankommt. Ich glaube, da haben wir einfach im Laufe der Zeit mit L-Mobile die Erfahrung gemacht, dass wir uns aufeinander verlassen können und dass eine Partnerschaft in diesem Sinne auch gut funktioniert und fruchtbar ist am Ende, denn es ist ja viel bei rausgekommen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du möchtest L-Mobile gerne live erleben? Dann melde dich unter lmobile.com/Veranstaltungen zu einem unserer zahlreichen Online-Events an. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dann bleibst du immer auf dem Laufenden rund um Digitalisierung und Industrie 4.0.